Auch das große Walsertal liegt friedlich im idyllischen Winterkleid. Schnee bedeutet im großen Walsertal aber auch immer die Erinnerung an Bedrohungen und Leid. Über die steilen Flanken des Tales stürzten über die Jahrhunderte immer wieder Lawinen und brachten Tod und Verderben. Bereits 1497 ist eine Lawinenkatastrophe mit Opfern dokumentiert. Andere folgten. Die Ereignisse des Jänner 1954 sind aber ohne Beispiel. Im gesamten Tal stürzen Lawinen über die Dörfer und fordern 80 Menschenleben. Die schlimmste Katastrophe ereignet sich in Blonz. Am heiligen Abend des Jahres 1953 fällt nach einem langen sonnigen Herbst der erste Schnee, der aber bis zum 9. Jänner keine 20 cm erreicht. An diesem Tag beginnt es zuerst leicht, dann gegen Abend stärker zu schneien. Am folgenden Tag liegen bereits 60 cm federleichter Pulverschnee. Zum intensiven Schneefall kommt Wind auf und es werden große Mengen an Schnee verfrachtet. In der Nacht auf den 11. Jänner fällt der Strom aus. Blonz ist völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Die Menschen in den Häusern spüren die drohende Gefahr. Kaum jemand schläft die Nacht durch. Es ist 10.05 Uhr, als sich unterhalb der Bergspitze des Pfalfkopfes eine Staublawine löst. Über Hüggen stürzt und in der Wohnparzelle unter Hüggen 16 Häuser und 20 Ställe in die Tiefe der Lutz reißt. Alarmiert machen sich 7 Männer aus Blonz unter größter Gefahr auf den Weg, um zu helfen, stoßen auf fürchterliche Verwüstungen und können, schlecht ausgerüstet, nur das Notwendigste tun. Bereits um 16 Uhr muss die Suche wegen einbrechender Dunkelheit und höchster Lawinengefahr abgebrochen werden. Die Helfer kehren mit den Überlebenden ins Kirchdorf zurück. Um 18 Uhr findet ein Rosenkranz in der Kirche statt. Und während drinnen für die Verschütteten in Walkenbach gebetet wird, schneit es draußen unvermindert weiter. Möge Gott allen Dahingegangenen ein gnädiger Richter sein und uns vor weiterem Unheil bewahren, sind die Abschiedsworte des Pfarrers. Doch kurze Zeit später, es ist 19 Uhr, stürzt die Montkalf-Lawine über Oberblonz ins Kirchdorf und reißt abermals Mensch und Tier in die Tiefe. Erst am Dienstag, den 12. Jänner, als Schneefall und Nebel nachlassen, werden die Ausmaße des Grauens sichtbar. Im ganzen Tal kommen 80 Menschen ums Leben. Alleine in Blonz werden 57 Menschen getötet. 3 davon werden nie gefunden.